Moinsen Leute, es gibt mal wieder ein neues Video und zwar Fail. Und zwar dreht es sich heute um weitere Ergänzungen zu dieser witzigen kleinen Welt hier. Also ich habe die jetzt mal umbenannt in Stargate Studios und die hieß glaube ich vorher Stargate einfach nur irgendwie so. Und es gibt, wie gesagt, oder nein, habe ich noch nicht gesagt, aber jetzt sage ich es. Es gibt zwei neue Räume oder zwei neue Gebäude. Bei denen dreht es sich hauptsächlich, also es sind eigentlich beides dann halt so Torräume. Die sehen dann noch ein bisschen eher aus wie Atlantis. Allerdings sind die abgeändert von mir. Meinen Bedürfnissen sozusagen angepasst. Weil ich habe die jetzt nach antiken oder ägyptischen versunkenen Hafenstädten benannt. Da gibt es zwei Stück, die ich jetzt ausgegraben habe. Einmal Avaris und einmal Heraklion. Da gehört, bei dem Heraklion gehört nochmal irgendwo so ein I rein, aber das spricht man nicht mit, also deshalb habe ich das direkt rausgelassen. Ich hoffe, ich laber jetzt nicht allzu viel Scheiße, aber ich habe es im Internet gelesen. Ach, das Internet weiß alles, es ist allwissend. Wie jemand widerspricht mir. Und ich würde sagen, wir reisen jetzt einfach mal zu den Gate-Räumen, die sich übrigens hier im Umfeld befinden. Keine Ahnung, warum man dafür ein Stargate braucht, aber... Hallo? Lichtbug. Aber... muss sein, ne? Treten wir ein in eine neue Welt. Yay! Oh, heilig. Ja, hier musste ich leider das so ein bisschen machen, damit das hier nicht alles runterfließt. Und wir sind in Heraklion. Ich finde dieses Energiekristall, dieses ZPM-Fenster, finde ich so cool. Naja. Also. Hier steht es nochmal geschrieben. Unglaublich. Und dann würde ich mal sagen, starten wir unsere Tour durch dieses wunderschöne Gebäude. Also hier sind halt so ein paar Anzeigetafeln, mit denen man auch das Stargate da anwählen kann, was übrigens nicht funktioniert. Ich habe da noch was anderes. Und hier ist auf jeden Fall, also ich habe hier noch ein anderes Transportmittel, mit dem man dann sich auch wieder zurück teleporten kann. Hier ist der Antikerstuhl. Yay! Kann man es draufstellen und dann kann man hier alles sehen und so. Dann gibt es halt hier noch mehr an Zeigetafeln und hier kann man schön rausgucken. Ist das nicht toll? Diese Sicht, diesen Gate-Raum. Das da oben ist übrigens, oder das hier ist übrigens ein Paddle-Jumper. Und dieser Paddle-Jumper hat den enormen Vorteil, dass er durch das Stargate passt und man kann sogar reingehen, aber ich habe den jetzt komplett zugemacht. Sieht ein bisschen scheiße aus, aber naja. Hier ist das Besprechungszimmer sozusagen vom Führer der Stadt. Ich werde das jetzt nicht in einer komischen Stimmlage sagen. Das wäre nicht nett. Und hier kann dann halt der Führungsoffizier oder die Person, die hier über diese Stadt herrscht, kann sich da hinsetzen und dann bestimmte Leute anscheißen, weil die, keine Ahnung, in die Blumen gepisst haben. Okay, gut, das ist fies. Hier ist nochmal so ein Aussichtspunkt. Hier kann man dann nochmal sehen, wie schön scheiße das von außen aussieht. Wie gesagt, es geht wieder nur ums Innere. Oh, jetzt habe ich schon wieder zu viel gezeigt. Nein. Wunderschöne Aussicht, nicht wahr? Das ist halt echt so ein bisschen so eine... Ah, ich guck mal, was ich hier so hinbauen kann, Welt. Also hier ist, glaube ich, das meiste, was hier ist, ist nur von Stargate. Eigentlich ist hier alles nur über Stargate. Ja, gucken wir uns das mal an. Hier sind diese schönen Blumenkübel. Sieht wunderbar aus. Hier ist sehr viel Freiraum, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier alles hinbauen kann. So, keine Ahnung. Hier ist dann nämlich auch schon wieder das zweite Transportmittel sozusagen. Hier kann man reingehen, dann wird man wegteleportiert. Habe ich jetzt ohne Redstone-Technik gemacht. Hier ist ein kleiner Aufenthaltsraum, wo man sich hinsetzen kann. Gehen wir mal weiter. Hier ist dann das Quartier der Führungsperson oder eines Führungsoffiziers mit zwei Betten. Und ich hatte die eigentlich beide da stehen, aber wenn ich dann mich da pennen gelegt habe sozusagen, dann bin ich immer in dieser Wand hier aus Glowstone gespawnt. Das war recht witzig. Aber ich habe es gelassen. Hier ist dann nochmal so ein privater Chill-Out-Bereich mit ein paar Pflanzen. Oh, wie schön. Und jetzt geht's mal weiter. Und wir gucken uns das nochmal hier unten an. Hier unten sind dann halt, also theoretisch würde ja die Stadt dann noch ewig weitergehen. Ist eigentlich eine Riesenstadt so. Also ist halt so Atlantis-Vorbild. Sowas in der Art. Und hier sind dann halt nochmal so Teleporter, mit denen man sich so im
geringerem Umfeld so ein bisschen rumteleportieren kann. Die funktionieren aber nicht. Weil wo soll man sich hier schon groß hin teleportieren? Gibt ja nicht so viel. Ja. Da kommt jetzt die zweite Etage. Hier sind nochmal so ein paar Bedienungspanels. Hier ist der Besprechungsraum. Der sieht voll Atlantis-mäßig aus. Hier kann man dann, keine Ahnung, drum rumstehen oder aus dem Fenster gucken. Das ist ein total interessantes Hobby. Macht sehr viel Spaß. Und hier kann man auch nochmal drum rumstehen und aus dem Fenster gucken. Yay. Also, hier ist, also diese Stadt ist für Leute gemacht, die sehr viele Hobbys haben und gerne aus Fenstern gucken. Ja, das hier ist übrigens nochmal der Puddle-Jumper. So sieht er aus. Den habe ich jetzt halt mit diesen halben Blöcken komplett gebaut. Also der passt auch durch das Stargate durch. Theoretisch praktisch. Ja. Finde ich eigentlich recht cool. Naja, jetzt passt hier nicht mehr durch. Hier habe ich jetzt halt so Beschränkungen hingemacht, weil das Wasser sonst überall hinläuft. Und das will ich nicht. Hat ja nichts verloren dort. Würde ich mal sagen, wir sind weg. So, jetzt geht's in die zweite Stadt. Ich habe jetzt echt keinen Bock. Jetzt muss ich hier wieder alles umstellen. Die heißt Avaris, auch eine ägyptische versunkene Hafenstadt. Keine Ahnung. Und die bereisen wir jetzt mal so zusammen. Wir gucken uns das jetzt mal an. La. Ja, die ist ein bisschen größer. Drei Stockwerke sozusagen. Und das Ganze würde dann theoretisch noch nach da und nach da und in alle möglichen anderen Richtungen weitergehen. Ich finde, die ist auch sehr cool. Hier steht das. Ich glaube, das wird so ausgesprochen. Ich habe Lateinunterricht und ich bezweifle, dass es Avaris heißt oder so. Also, deshalb bleibe ich mal bei Avaris. So, hier sind die Treppen hoch und da ist ein Bett. Und jetzt lege ich mich schlafen. Nein, ich kann nicht. Nein, ich kann nur nachts schlafen. Oh Gott. Hier sind Bedienungspanels. Hier ist ein großer Flachbildschirm. Keine Ahnung, wie viele Pixeln. Es ist zur Überwachung. Hier kann man dann nochmal drum rumstehen und aus dem Fenster gucken. Das kann man hier auch sehr viel, weil hier sind sehr viele drum rumstehen und aus dem Fenster gucken Plätze. Hier ist nochmal ein Stargate. Hier kann man die ganze Zeit drum rumstehen und aus dem Fenster gucken. Yay! Da sind nochmal ein paar Bedienungspanels. Also, die Stadt ist jetzt nicht so unglaublich aufregend. Besonders, weil man hier nichts machen kann, außer drum rumstehen und aus dem Fenster gucken. Oh Gott. Das wird langsam langweilig. Menno. Ja. Hier sind noch diese Treppen. Die sind voll witzig. Hier ist ein antiker Stuhl mit ein paar Bedienungspanels. Und hier kann man dumm rumlaufen und gucken. Und sich langweilen. Weil hier nichts zu sehen ist. Hier gibt nichts zu sehen. Ich glaube, ich sollte hier echt mal so ein Schild hinstellen, wo das draufsteht. Ja. So, hier ist dann das Stargate. Mit dem kann man dann auch wieder zurückreisen in die Zukunft. Nein. Mit dem kann man dann einfach wieder zurückreisen dahin, wo man hin muss. Nur mal, also zurück in die Basis. Ich würde sagen, ich werde es schaffen. Also ich habe jetzt hier nicht so viel, also eigentlich habe ich gar keinen Redstone hier eingebaut. Hat halt seine Gründe. Warum sollte ich? Und ich würde mal sagen, eigentlich war es das von mir. Ich will mich noch schnell wegteleportieren. Yay. Schnell raus hier. Ja. Also ich finde, dass diese schon etwas anspruchsvoller. Aber die ist nicht so groß, die ist voll klein. Diese Basis oder dieser Gate Room. Tja. Und weil ich Bock drauf habe, mache ich einfach nochmal das hier. Yay! Wuhu! So. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr dieses etwas uninteressante oder komische Video gesehen habt. Yay! Oder geguckt habt.
und mir damit ganz viele Klicks gebracht habt, hoffentlich, oder nur sehr wenige. Ja, keine Ahnung. Schreibt mir mal in die Comments, wie ihr das fandet, und dann bis zum nächsten Mal. Ich kann übrigens nicht sagen, wann das nächste Video kommt. Ich habe theoretisch noch eins, was ich hochladen könnte, aber ich weiß nicht, ob ich das hochladen will. Weil das ist mal was komplett anderes, als es normalerweise gibt. Da ist halt so ein paar Fakten über Aliens und all das, all so ein Zeug. So, voll komisch. Nee, auf jeden Fall, gebt mir mal ein paar Rückmeldungen. Was würdet ihr davon halten? Ist halt so ein bisschen Top 10 ähnlich. Von so einem Video, wo ich dann theoretisch und auch praktisch über Aliens abläster. Nein, ich rede einfach nur über sowas. Ich glaube, das geht irgendwie 12 Minuten oder so. Na, ich muss mal gucken, ob ich das hochlade. Dann bis zum nächsten Mal und ciao.